So, liebe Sims 4 Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück. Wir starten diesmal neu. Also in einem anderen Screen als sonst, weil ich habe gerade gesehen, ich wollte eigentlich gerade Sims 4 aufnehmen, was ich ja gerade mache. Und mein Handy, du bist jetzt ruhig, ich habe jetzt keine Zeit für dich. Und es hat natürlich gerade ein Update gebraucht, das Spiel Sims 4. Wir haben den 28. Oktober. Der 3. November kommt immer näher und wie ihr schon seht, hat uns das Update mittlerweile die Stadt San, wop, geh weg, San Myshuno hineingezaubert. Ich freue mich schon sehr auf das Spiel, auf dieses Erweiterungspack. Ich kann es kaum erwarten. Windenburg waren hier. So, ich habe gedacht, ich muss euch das unbedingt mal zeigen. Bin mal gespannt, eigentlich, den noch irgendwas mit dem Update eigentlich gemacht habe. Ich habe mich gar nicht informiert. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass die jetzt ein Update machen. Überhaupt nicht. Wir haben relativ früh. Wir haben 10:04 Uhr. Ich habe heute frei, beziehungsweise ich habe Urlaub gebraucht heute. Ich bekomme heute ein neues Bett. Wir haben vorhin noch mein altes Bett kurz auseinandergebaut und runter in den Keller getragen. Jetzt muss ich da nachher noch kurz alles putzen. Also kurz fegen, Staubsaugen, putzen. Dass dann das neue Bett nachher dahin kommt. Ich freue mich. Es wurde langsam Zeit. Ich habe in meinem Bett gar nicht mehr gut geschlafen. Ich bin nur noch mit Schmerzen aufgewacht oder nachts immer ganz oft aufgewacht. Das war, ach, wie herrlich. Man ladet seine Familie und das Erste, was man sieht, sind Rechnungen. Es ist immer das, was man eigentlich auch nie im Briefkasten im Real Life haben möchte. Rechnungen. Also ich persönlich bin immer froh, wenn ich nichts im Briefkasten habe, weil dann will keiner was von mir. Es will auch keiner Geld von mir. okay. Schlecht. Qualität schlecht, dann koch mal was Neues. Die Qualität ist schlecht. Kochen, Gourmet-Menü zubereiten. Oh, Pasta Primavera. Ups. Falsche Taste. Und du kümmerst dich so lang um unseren Garten. Den sollten wir allerdings auch mal wieder erweitern, so ein bisschen, finde ich. Wie sieht's denn hier überhaupt aus? Oh, schick. Sieht jetzt aber schick aus. Das kam jetzt bestimmt auch mit dem Update jetzt gerade. Also ich bin echt begeistert. Mir gefällt es. Mal gucken, gibt's noch was? Nee, das sieht noch genauso aus. Da ist auch nichts. Auch nichts. Nein. Nee. Nein. Nein. Hier vielleicht? Nein. Okay, oh. Mein Sims-Spiel läuft wieder flüssiger. Woo! Ich wollte eigentlich gestern Abend schon aufnehmen. Allerdings wollte mein Sims-Spiel nicht. Es hat sich aufgehängt im Ladebildschirm. Dann ist es komplett abgestürzt. Dann ist es gar nicht hochgefahren. Also ich habe dann auf meinem Desktop auf Sims 4 geklickt und dann ist gar nichts passiert. Dann ist mal zu dem ersten Ladescreen gekommen, wo man dann auf den Play-Button drückt. Und dann hat sich es komplett aufgehängt. Also es wollte gestern nicht so, wie ich wollte, dass es will. Alles nicht so einfach manchmal. So, da bin ich jetzt aber froh. Und bei mir hing es auch eine Zeit lang richtig derb. Bin ich ganz ehrlich. So, aber nee, das gefällt mir. Oh la la. Er muss allerdings morgen arbeiten. Muss sie arbeiten? Ja.
Aber sie ist gar nicht müde. Sie muss in 2 Stunden arbeiten. Sie ist nicht müde. Du fliegst trotzdem jetzt ins Bett. Das ist mir egal. Wenn er jetzt nicht. Ah, vielleicht sollten wir mit ihm. Ich überlege gerade, ob wir ihn arbeiten schicken und mit ihr vielleicht Urlaub nehmen. Wir nehmen mit ihr Urlaub, weil wir haben nur noch eine Woche und ich brauche noch 4 solche Dinger. Urlaub nehmen. Ach, falsch. Ach so, sie schläft. Sollte sie vielleicht machen, wenn sie nicht schläft. Wieso ist denn Dings weg? Urlaub nehmen? Bin ich jetzt doof? Ach so, nee, Quatsch, wir haben Donnerstag. Ich bin doof. Ach Gott, bin ich wieder doof. Das machst du aber schön. Die müssen ja erst morgen arbeiten. Ich war irgendwie gerade, dass das jetzt gleich Freitag ist. Ach. So, wir schieben hier mal wieder Zeugs in den Kühlschrank. Na? Ich bin echt erstaunt, mein Spiel läuft so flüssig. Oh mein Gott, ich bin so glücklich gerade. Es ist echt. Wow. Nee, finde ich gut. Finde ich super. Sims macht nämlich keinen Spaß, wenn das Spiel hängt. Ihr kennt das wahrscheinlich. Wenn das Spiel hängt, macht es einfach keinen Spaß. Aber so ist super. Warum ist eigentlich meine Musik schon wieder weg? Mir fällt das erst jetzt auf. Ich nehme bestimmt schon 10 Minuten oder so auf und mir fällt das erst jetzt auf. Weil gerade eben hatte ich doch auch noch Musik. Ja, du hast Hunger, du Armer. Oh, gleich darfst du essen. Mach mal ein bisschen schneller. Wir müssen mal Kochfähigkeit noch ein bisschen ausbauen. Huch, wo hab ich's? Ach, da. So. Oh, du bist angespannt. Ja, du darfst später flirten. So. Er sitzt da und isst und hört Musik. Sehr schön. Ah, Musik. Ja, du darfst später mit Juna rumalbern. Oh, das leuchtet. Das gibt was Neues. Wahrscheinlich, wenn es leuchtet. Ich mag neue Sachen. Ich stehe total auf neue Sachen. Automatische Theke. Gibt es hier neue Sachen? Ich mag neue Sachen. Wenn es leuchtet, müsste es nochmal immer irgendwas Neues geben. Das muss ich aber allerdings suchen. Oder ich hoffe einfach, dass es was Neues gibt. Ansonsten dürfen die das bei mir nicht blinken lassen, wenn es nichts Neues gibt. Oberflächen? Sieht allerdings aber irgendwie nicht so aus, als ob es was Neues jetzt gerade gibt. Pflanzen auf hohem Niveau. Ja. Ist klar. Nee, sieht nicht so aus. Dann frage ich mich, warum es geleuchtet hat. Da gibt es vielleicht hier. Haben die hier vielleicht solche. Das kann vielleicht auch sein, dass die hier vielleicht solche Updates irgendwie reingemacht haben. Ich habe gerade keine Ahnung. Egal. Machen wir weiter. Das hört sich lustig an. Oh, das Essen war nicht gut. Schlechter Nachgeschmack. So, jetzt schläft er noch ein bisschen. Ich frage mich allerdings, ob wir vielleicht mit ihr alleine gehen.
Gehen wir mit ihr allein oder nehmen wir ihn mit? Sie ist fit. Sie ist fit wie ein Turnschuh. Einen Tag Urlaub nehmen. Nee, wir nehmen morgen mit ihr auf jeden Fall einen Tag Urlaub. Dann hat sie mal 3 Tage frei. Schadet bestimmt nicht. Wärst du nicht glücklich, wenn er mal frei hat? So, und du machst. Wieso hast du bitte Essen in deinem Inventar? So, da ist verdorbenes Essen drin. Müssen wir ausmisten. Ich mag diesen Mülleimer. So einen will ich auch zu Hause. Ich will so einen Mülleimer, wenn ich da was reinwerf. Oh, ausgezeichnet. Dass ich dann Geld kriege. Ich will so einen Mülleimer zu Hause. Es ist mir egal. Nee, wir geben mal die Reparatursachen ihm. Dann wird er so eher der Reparateur. Er repariert dann einfach. Ganz einfach. Wen haben wir hier denn? Oh, der ist tot. Okay. Und bei ihr? Sie hat Hunger, ja. Ist gut. Aha. Ach, das ist die, wo immer mit unserem komischen Riesenhasen im Krankenhaus redet. Oh, Freya mögen wir gar nicht. Warum denn nicht? Freya kennt ihr wahrscheinlich aus dem Let's Play von Tywin. Die Uni-Mädels. Ja, eigentlich dürftet ihr viele Sims so vom Groben wieder erkennen, weil er war ja auch von Tywin vom Let's Play. Und von Honeyball bzw. jetzt Vollkornhonigball habe ich auch Sims in die Welt generiert. Habe ich mir ein paar runtergeladen. Habt ihr auch in die Welt reingeschmissen? Müssen wir mal gucken, ob wir da vielleicht einen finden. So, was hast du denn jetzt gezaubert? Oh, Level 8er Koch. Was? Level 8er Kochfähigkeit? Wann hast du denn kochen gelernt auf Level 8? Wann hast du deine Kochfähigkeit so ausgebaut? Irgendwas habe ich verpasst. Irgendwas habe ich verpasst, ganz ehrlich. Ah, was schauen wir denn? Irgendwas mit Tieren? Oh, ein Tierfilm. Wie süß. Was ist das? Ein Hund namens Bello? Ihr werdet es kennen, so der Trailer von Sims 3, einfach tierisch. Müsste das sein, wenn ich jetzt gerade richtig noch in Erinnerung habe. Aber es sieht echt genial aus. Ich finde es echt super, dass die solche Trailer von den Sims 3 Erweiterungen da reingebaut haben. Ich sag, der Film heißt Ein Hund namens Bello. Oder Bello auf Reisen von mir aus. Huch. Ja, Bello auf Reisen. Mama, Bello auf Reisen. Oh, jetzt hat er Heimweh. Na. Bello allein in New York. So, ups. Ich treffe nicht. Ich treffe nicht. Unglaubliche SMS. Mit wem schreibst du bitte? Wir könnten doch eigentlich Freya mal plaudern. Red mal mit ihr, dass ihr Freunde werdet. Aha. Okay, könnt ihr euch jetzt ein bisschen besser lassen? Na, es geht. Nicht gemocht. Vielleicht sollten wir sie mal einladen.
Ich weiß nicht, was die Sims so mit ihrem Glas Wasser aus der Leitung haben. Freya möchte lieber nicht kommen. Schade. Hast du jetzt das Glas? Nein, hat sie nicht. Mach mal einen Ausdauerlauf. Sie stellt das Glas hier hin und es ist weg. Okay. Muss ich nicht verstehen. Muss ich nicht verstehen. Achso, du kannst mal aufstehen. Halt. Er möchte auch sozialen Kontakt haben. Ja, du möchtest ja eh ein bisschen mit ihr rumalbern. Lustig. Lustige Geschichte erzählen. Erzähle mal eine lustige Geschichte. Eine tiefgründige Unterhaltung könnt ihr auch machen, wenn sie sich nicht vor das Genick bricht auf dem Laufband. Normal müsste er eigentlich Fitness machen und Logik, weil er braucht es eigentlich für den Job. Und sie sollte vielleicht ein bisschen meditieren. Das ist eine Idee. Sie schwitzt wie eine Wahnsinnige. Ich finde es genial, wie man so diese Schweißtropfen, diese riesen fetten Schweißtropfen sieht. Ah, das ist ja echt genial. Aber vielleicht sollten wir mal ein neues Sportoutfit geben. Eine andere Farbe oder so. Finia Payfim, Scoopa Batanabi, Clever J Boris. Wieso ging das denn jetzt nicht? Klopf, klopf. Elfris Yambara. Fwis, fwis, Karnamu. Tananiwa, Lamejo, Kabah, Darvis. Okay, Level 4 der Fitnessfähigkeit. Natürlich, jetzt muss er noch einen Sandsack. Hat das jetzt? Ah, nein, endlich. So. Die bricht sich noch das Genick. Ich sehe es kommen. Ich sehe es kommen. Sie bricht sich noch das Genick. Hör mal auf. Lohain Kabel Espa Scoob. Nasine Pafarbel. Mama flirten. Kapuna. Kannst du mal hier bleiben? Hallo? Ja, mal mit eurem Glas Wasser aus der Leitung. Ich weiß auch nicht. Ist das anstrengend? Wo geht ihr denn jetzt hin? Hallo? Ich denke, dass das unlogisch ist, was ihr da gerade treibt. Ein klein wenig unlogisch. Naja, ich mache dann mal Schluss für diesen Part. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.